Wunderschönen guten Morgen zusammen zum Live-Trading, zur Börseneröffnung am Morgen. Natürlich mit Dirk Hilger und dem Stereo-Trader. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Morgen begrüßen. Ich bin gespannt, was der Markt heute macht, was der Dirk daraus macht. Und von daher springe ich mal direkt zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle, wie jedes Webinar. Dient das Ganze hier nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie das nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung, ganz gleich, was Dirk gleich erklären sollte, zeigen sollte oder auch handelt. Von daher, Sie müssen immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig von unserer Seite immer zu erwähnen. Gut, Dirk, ich würde sagen. Ja. Machen wir mal den Bildschirm zuerst, ne? Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ja? Hoffentlich gute Trades und wenn was ist, ich bin ja da. Genau, kannst mir ein bisschen Händchen halten hier, dann fühle ich mich nicht so alleine. So nämlich. Eine Sekunde, dann bin ich auch direkt da. So, erstmal hier gerade hinsetzen und nicht immer so rumlümmeln. So, da sage ich an der Stelle mal Moin, Hallo und herzlich willkommen hier zur Markteröffnung mit meiner Wenigkeit FX Flat und den beiden Hauptdarstellern DAX und DAO. Ich hoffe, ihr hattet schöne Osterfeiertage. Ich wirke ein bisschen verpennt, wenn ich mir so selber gerade angucke. Denke ich so, okay, so vielleicht irgendwie eine Mütze Schlaf wäre schon noch irgendwie drin gewesen, aber eigentlich war es gar nicht so wenig für meine Verhältnisse, aber ich glaube, das liegt dann eher an dem gesamten Wochenende selber. So, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit Familie und so weiter. Jetzt habe ich natürlich hier genau das Ding mit den Fragen nicht drin. Und wenn ich jetzt da draufklicke, jede Wette, es ploppt genau da auf, wo es nicht soll. Ah, nee, es hat funktioniert. Wunderbar. So, Ja, aber erstmal gucken, wie alles da ist. man sieht die Und, Fragen auch nicht, selbst wenn du die, wenn du die zeigen solltest. ach, Manuel, you made my day already. Gut. Nein, ihr könnt wie immer gerne Feedback auch geben, Input, wie auch immer, ja. Also wenn ihr was zu sagen habt, ich bin immer ganz Ohr, lese auch immer die ganze Zeit mit. Frechheiten, Teasings sind auch erlaubt. Da bin ich relativ schmerzfrei damit. Ich finde das Ganze immer eher so. Dann halt auch ein bisschen belustigend und dann ist es halt nicht ganz so trocken hier. Gut, also ich gehe dann auch gleich mal irgendwie in Richtung Markt. So, beim Hemd, ne, da gab es noch keinen Kommentar, aber das hat keine Richtung heute. Ich glaube, es ist das richtungslose Hemd und ich versuche mal genauso an den Markt ranzugehen, weil ein bisschen schwierig ist ja generell immer, wenn so ein paar Feiertage halt am Stück waren und es war halt jetzt, also der Future ist zwar jetzt gestern gelaufen im DAO, DAX weiß ich jetzt gar nicht, ob der gelaufen ist, der gelaufen? Ich glaube nicht, ne? Der DAX ist heute frisch. Oder, Florian? Ich weiß es nämlich gerade wirklich nicht. Nee, DAX lief nicht, ne? Genau. Nee, ich glaube nicht, wa? Ja, okay. Aber generell ist halt dort, also man sieht es ja halt an dem Markt, ich gehe mal hier rüber auf die Übersicht im Daily, sind jetzt irgendwie keine großen Gaps oder irgendwas da halt zu sehen. Also im DAX haben wir schon einen Aufwärtsgap, was man hier auch sieht. Ich gehe mal auf den, also hier auf der linken Seite ist der DAX, bleiben wir vielleicht zuerst mal bei dem, weil der ist nämlich nicht ganz so krass seitwärts wie der DAO. DAO habe ich eben mal geguckt, einfach mal auch auf einem anderen Schirm, beziehungsweise einfach mal auf dem Handy. Und da sieht man halt irgendwie schon, seit 5 Wochen läuft das Ding eigentlich nur seitwärts im Kreis. Und der DAX zumindest halt so, also von Struktur kann man da auch nicht unbedingt klar reden, aber dann doch schon eher, als das beim DAO der Fall ist. So, im DAX sieht man hier ein Gap, ein Aufwärtsgap, was er jetzt gemacht hat. Das wird gerade irgendwie von oben bearbeitet. Und in der Regel ist es eigentlich so, dass wenn wir einen Aufwärtsgap haben, dann kommt auch eigentlich noch was hinterher. Also ne, wenn nicht, dann redet man von Exhaustion Gap und das heißt, dann hätten wir eher tiefere Kurse zur Folge. Aber das ist ja hier nicht wirklich der Fall. Also das heißt, gehen wir hier auf den H1, dann sieht man es ja auch wiederum ein Stück weit besser. Ich gebe den auch mal hier im Webinar wieder frei mit dem, ah, ist sowieso, okay, Moment, mit dem H1 irgendwie. Heute Morgen ist Live-Chart ein bisschen auf Kriegsfuß mit mir hier auf dieser Kiste. Auf dem anderen irgendwie auch, keine Ahnung wieso. Dauert irgendwie alles ein bisschen länger als sonst. Irgendwie passiert da nichts. Weiß ich nicht. Kann sein, weil wir da gerade irgendwie diverse Updates machen an allen Stellen. Und
dass da halt irgendwie ein bisschen was hakt. Ich weiß nicht, weil hier müsste eigentlich stehen H1. Aber gut, ist auch nicht, ist jetzt erstmal, hält uns das jetzt nicht davon ab. Ich versuche es trotzdem nochmal. Wäre schon ein bisschen netter, wenn das hier alles richtig angezeigt wird. Aber irgendwas läuft da mit der Synchro verkehrt heute. Da sieht man auch hier, dauert irgendwie alles zu lange. Das dürfte so halt nicht sein. Ich versuche es nochmal. Liegt das vielleicht daran, dass du den DE30 drin hast und nicht den 40er? Ja, der ist ja eigentlich nur für die Indikation, ne? Aber eigentlich sollte das keine Auswirkung haben, weil das Ding läuft auch immer 24 Stunden durch. Aber ich will jetzt natürlich auch hier nicht unbedingt einen Neustart machen, das dauert ein bisschen zu lange. Gut, dann müssen wir halt jetzt erstmal so damit klarkommen. So, ich mache den halt mal hier so übersichtlich wie geht. Und dann gucken wir uns mal den H1 an. Also hier im H1 natürlich klar seitwärts, ne? Da ist halt nicht wirklich was zu erkennen. Was man aber sieht, ist halt hier das Gap, von dem ich gerade gesprochen habe. Das kann nur das hier sein. Das heißt, da haben wir schon ziemlich ordentlich. Mache es gleich mal noch ein bisschen größer, damit man es ein bisschen besser sieht. Rot ist natürlich erstmal auch die falsche Farbe. So, für ein Gap zeichne ich ja immer in so einem gelblich ein. Das ist irgendwie nicht gut hier, dass das hier blockiert. Was mache ich denn damit jetzt? Schmeiße ich am besten erstmal raus. Ja, sorry hier gerade für den technischen Stress. Das irgendwo auf irgendeinem Server hängt da ein bisschen was. Das muss mal irgendwie neu gestartet werden. Weil das ja auch über, das ist ja halt so eine Geschichte, die ist ja nicht nur hier lokal, sondern die ist ja halt auf diversen Servern verteilt. Und wenn da einer natürlich hakt, dann hakt es mal. Habe ich so noch nicht gesehen, aber das wird sich im Laufe des Tages schon noch irgendwie lösen lassen. So, also, ne, hier halt das Gap. Da an der Stelle oben bei, wo ist immer 14,1, ein bisschen höher. Ne, hier so bei, gucken, das dann wenigstens funktioniert, ja, 14,164 etwa. Dort wäre halt das Gap. Und das sieht man jetzt im H1, ja, also es ist relativ schnell verkauft worden. Ne, also direkt mit der Eröffnung, plapp, die ganze Geschichte hier runter, so wie das aussieht. Und das ist natürlich erstmal nicht wirklich long. Und er hängt jetzt hier gerade nochmal an der Unterseite vom Gap eben auch dran. Und da ist dann jetzt die Frage, wie geht gleich der auch die Kasse dann damit um? Die hat natürlich wiederum ihr eigenes Gap. Von daher spielt das dann jetzt wahrscheinlich auch gleich rein. Und da muss man dann mal gucken, wie der Markt sich damit dann halt eben anstellt. Umgekehrt ist natürlich auch, also wenn jetzt die Kasse natürlich direkt mit einem Abwärtsgap aufmacht, dann wäre meine Richtung dann eigentlich auch eher, also rein von der Price Action dann halt nach unten. Weil hier oben sieht man natürlich auch umgekehrt auf der anderen Seite, ne, wenn man hier einfach mal die ganzen Dochte da oben sich anguckt, ist natürlich dann halt, gab es immer wieder eins auf dem Deckel. Steht auch nicht unbedingt für Long. Das hängt ja wahrscheinlich der Live-Chart vom Dow, den schmeiße ich auch noch gleich raus. Ah, Mann. Ja, irgendwie auch zu viele Ostereier. Hatte wohl irgendwie die Kiste hier. Im schlimmsten Fall muss ich einmal hier Neustart machen. Hilft alles nichts, aber ich versuche da jetzt mal so durchzukommen. Es ist natürlich auch so übers Wochenende alles durchgelaufen, ne? Also hier sieht man halt diese Widerstände und das ist halt natürlich auch nicht unbedingt als Long zu werten, ne? Genau hier oben auch. So, guck ich jetzt schneller bin. Da oben auch das gleiche in Grün, ne? Hier ein bisschen dicker, da sieht man ja auch, wo die ganze Geschichte dann eben herkommt. Also hier oben bei 14.180 etwa. Ne? Setzen wir mal die Schlusskurse an, also hier, wo es runterging, 14.171. Da ist natürlich schon relativ deutlich der Deckel drauf. Das spricht natürlich auch nochmal dafür, wenn wir jetzt hier unten irgendwo starten, dass wir halt, vielleicht laufen wir ein Stück irgendwie hoch, sollte aber relativ schnell wieder unten rauskommen, dann die ganze Geschichte. Also das wäre dann wahrscheinlich auch so mein Ansatz. Also mehr habe ich mich jetzt auch für heute tatsächlich noch nicht vorbereitet. Deswegen habe ich ja auch einen Blog geschrieben. Das machen wir mal zusammen. Wenn da jemand einen Einwand hat, bitte gerne her damit. Vielleicht übersehe ich ja auch irgendwas. Das kommt ja auch durchaus vor. So, das wäre jetzt halt der DAX im H1. Und da halt mal eine Runde tiefer. Da haben wir halt hier unten wieder die 14.000 beziehungsweise auch drunter. Die 14.000 selbst finde ich jetzt nicht so relevant, eigentlich eher eine Etage tiefer. Sieht man jetzt hier nicht, hat man im Daily vorhin besser gesehen, mache ich gleich auch nochmal auf.
aber eher so bei 13.950, 960 da unten halt in dem Bereich. Da ist halt eigentlich die Stelle, wo es dann halt so ein bisschen interessanter wird. Ich meine, ich gucke jetzt trotzdem gerade mal hier rein, da ist nichts mehr, Indikatoren auch nichts mehr. Das kommt dann wahrscheinlich vom Parallel von der anderen, dem anderen User-Setup. Gut, also wie gesagt, ja, sorry, wenn das jetzt hier irgendwie tatsächlich hakt, ich werde das nachher beheben, sobald das Webinar dann halt durch ist. Nur wenn ich das jetzt mache, dann haben wir hier irgendwie 10 Minuten Sendepause und das brauchen wir vielleicht auch nicht unbedingt. So, hier sieht man auch, ne, er drückt jetzt hier direkt unter das Gap, also 14.098. Das müsste hinhauen. Und ich bleibe mal jetzt erstmal ganz kurz beim DAX, den DAO machen wir nachher. Der hat auch irgendwie ein bisschen zu wenig, der verklemmt sich hier komplett. Und es könnte wirklich sein, dass wir hier im DAX heute die besseren Chancen haben. So, ich gehe mal kurz rüber, nur schnell mal gucken, ob hier alles richtig eingestellt ist. Und nicht, dass hier noch irgendwas fehlt, bin dann auch sofort wieder mit dem Schirm dann auch zurück. Und wer jetzt Live-Chart, ja, ist eh schon überall raus. Es hat sich gerade überall selbst ausgeklinkt. Ja, zumindest das funktioniert. Das heißt, wenn Live-Chart merkt, okay, da stimmt was nicht, und dann verabschiedet sich das eigentlich auch von selbst. Und das hat es auch hier gerade eigentlich gemacht, aber ich habe hier immer noch irgendwie komischerweise eine Sanduhr. Ich hoffe wirklich, das funktioniert und verklemmt uns hier jetzt nicht irgendwie einen Trade. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, aber auszuschließen ist es natürlich trotzdem nicht. So, also zurück auf den DAX. So, also machen wir hier nochmal das Gleiche, weil normalerweise müsste ich das jetzt hier nicht nochmal neu einzeichnen, aber ich mache es jetzt hier ganz schnell. Also wie gesagt, Live-Chart würde das ja eigentlich rüberbringen, aber es hat heute irgendwie keine Lust. Also hier nochmal. Hier die 1. Die habe ich doch gerade irgendwie eingezeichnet. Lustigerweise ist die noch irgendwie da, aber der Rest irgendwie nicht mehr. So, das heißt also hier Gap. An der Stelle zeichnen wir nochmal ein. Hier dürfte es eigentlich aber nicht haken, wenn ich das zeichne. So, ne? Ziemlich genau an der Stelle. Und dann hier auch mal noch ein Linchen dazu. Farbe ist jetzt erstmal nicht so wichtig. So, immer so genau wie möglich. 098. Weil ich denke mal schon, dass es gleich relevant wird. Und hier dann halt auch einmal dazu. Weil Gaps sind natürlich schon immer relativ gerne gehandelt. So, hier dann auch. Einmal in der Farbe, die man nicht übersehen kann. So, und wenn ich gleich handle, ne, das hat der Florian ja auch schon gesagt, bitte nicht einfach nachmachen. Im Durchschnitt gehen die Geschichten zwar auf, aber gerade irgendwie morgens, wenn die Kasse am Start ist, kann man auch mal schnell was übersehen und dann habe ich vielleicht nachher am Ende des Tages irgendwie, kann ich dann sagen, ja, siehst du, habe ich recht gehabt, aber es geht ja nicht darum, irgendwie recht zu haben. Es geht ja darum, halt aus dem Markt in irgendeiner Form was rauszuschneiden. Und wohin die Reise dann auch immer geht, ne? Und nicht irgendwie darum, gerade im Daytrading den ganzen Tag dann halt darauf zu warten, dass der eigentliche kurze Trade, der da geplant war, dass der dann irgendwann mal aufgeht. So, hier könnte jetzt schon sein, dass die Kasse sofort runterkommt. Kann sein. Mal gucken. Fangen natürlich mal klein an. Das Stop setzt jetzt erstmal bei 25 Punkten. Es könnte aber wirklich sein, dass ich hier relativ schnell reingehe. Also vielleicht hier oben über dem Gap nochmal am Point of Control, wenn er da jetzt hinkommt und dort nicht weiterkommt. Also hier in Orange sieht man ja, es ist der Future hängt ja hier im Hintergrund. Wenn er dort hinkommt und direkt abprallt, wieder runter und dann will ich da auch wohl Short draufspringen. So, wenn es dumm läuft und da kommt er da gar nicht hin, sondern zieht halt direkt. Ne? Das kann natürlich genauso gut passieren. Ja, aber erstmal drückt die Geschichte runter, warten wir mal irgendwie kurz eine Minute, zwei ab. Mal gucken, ob er sich dann wieder beruhigt. Gehen wir hier kurz auf den M1 auch. Weil es ja doch schon ziemlich ordentlich. Die Bewegung ist jetzt nicht so klein. Direkt mal 40 Punkte runter, ein paar Sekunden, das ist jetzt für den DAX schon recht amtlich. Das Problem ist natürlich immer nur, ne, wenn man dann halt irgendwie wenn so eine Bewegung startet, wie kommt man da noch rein? Da würde ich jetzt wirklich mal den erstbesten Rücklauf dann abwarten.
Aber ich hätte halt schon drauf getippt, dass wir hier zumindest am Point of Control laufen, ne? Also nicht mal dahin, sondern direkt hier mit der Eröffnung ohne Docht darunter. Das ist natürlich dann auch nicht ganz so easy. Da halt mal eben drauf zu springen. Deswegen würde ich dann halt jetzt hier dann gucken, irgendwie irgendwo nochmal da im oberen Bereich. Ne, wir hängen auch jetzt hier unter der Value Area. Ich hoffe, das hilft uns jetzt hier ein bisschen an der Stelle. Also hier sieht man, 70% des Volumens wurden heute in dem Bereich hier oben gehandelt. Und hier, da wo das Gestrichelte ist, hier von der Glocke, dort ist die Unterseite. Das wäre dann halt jetzt mein nächster Ansatz, das dann halt dort zu versuchen. Aber es ist natürlich sehr, sehr früh. Es ist gerade mal irgendwie eine Minute, wo die Geschichte hier läuft. Das kann natürlich auch genauso gut sein, dass wir einmal komplett da oben rausrauschen und man da irgendwie zwei, drei Versuche braucht. Das kann natürlich genauso gut passieren, ne? Dass einem erst mal um die Ohren fliegt und dass es nicht so einfach wird, wie man es gerne hätte. So, hier oben wie immer die Aufteilung M5, M15, hier der H1 und hier der Daily. Der Daily hilft uns jetzt erstmal aber nicht weiter. Also für die große Richtung, ja, da wäre ich immer noch ein Freund davon, dass wir mal ein bisschen deutlicher nach unten gehen und dort nochmal irgendwie Luft holen, statt hier permanent über der 14.000 zu schweben. Oder das ist so ein bisschen, finde ich so ein bisschen anstrengend. So, hier ist natürlich Limit Pullback ist natürlich drin, wie immer. Bei mir hakt hier irgendwie leider ganz schön viel auf dem Server heute. Das ist nicht gut. Also Limit Pullback, also es kann wirklich sein, dass hier aufgrund, weil ich hier irgendwie Stress mit meinem Server hier heute habe, dass der Trade allein deswegen dann halt schwierig wird nachzuvollziehen. Wäre natürlich ein bisschen schade. Deswegen auch nochmal bitte echt extra doppelt aufpassen, ne? Aber generell auch von der Trendmechanik ist es so, dass der jetzt hier auch im M5 auf Short gedreht hat. Und weil das Low hier unten gebrochen ist. Und von daher wäre das auch erstmal jetzt die richtige Richtung. Ne? So, aber ich habe, wie ich schon gesagt habe, es kann genauso gut sein, ne? Dass der jetzt hier einfach nur ein bisschen übermotiviert war mit der ersten Minute und dass das jetzt halt hier gar nichts bringt, beziehungsweise nicht funktioniert. Point of Control ist hier oben, da dürfte er sogar noch dran, muss man aber jetzt nicht unbedingt machen. Ja, man kann auch genauso gut scalpen und dann könnte dann jetzt hier einfach 6, 7 Punkte mitnehmen und dann ist gut. So, aber ich würde schon noch mal irgendwie kurz einen Rutscher nach unten könnten wir schon noch hier kriegen, zumal hier die VA ist, also wie gesagt die Value Area, da ist er erstmal unten raus. Aber wie gesagt, es kann halt leider auch ein Fehlausbruch gewesen sein, weil das auch immer so ein Unwort ist, ne? Weil Ausbruch ist Ausbruch und ob es ein Fehler war oder nicht, das entscheide ja nicht ich. So, das heißt, den sollte man hier vielleicht sogar dann skalieren, weil der Point of Control wäre erlaubt. Ich würde aber, wenn wir jetzt hier ein neues Tief machen sollten, also hier drunter, direkt auch den nächsten, beziehungsweise den Stop dann auch hinterherziehen. Aber das sieht jetzt schon ein bisschen arg motiviert aus, die ganze Geschichte hier. Ein bisschen zu sehr am Stück wieder rauf. Aber muss nichts heißen, also mal zumindest mal kurz warten. Ein bisschen Risiko kann man hier schon eingehen, wenn man die Positionsgröße klein hält. Kann das durchaus in Ordnung sein. Ich würde auch hier Break-Even Safe 10 Punkte stellen. 11. Und das heißt, wenn wir jetzt da halt runterkommen sollten, was ich jetzt hoffe nicht, dass der jetzt am Stück da oben durchgeht. Und dass er dort zumindest dann halt sofort absichert. Aber das sieht natürlich jetzt schon wieder, ne, ist natürlich jetzt, deswegen sage ich ja, das ist schon recht früh für einen Trade, also gerade wenn er so irgendwie nach unten ausbricht. So, jetzt hier Point of Control, den wollte ich natürlich, also der alte Point of Control ist das hier, den wollte ich natürlich eigentlich zuerst haben. Ich würde mal hier noch bis, Mann, ich guck, versuche das mal gerade, also ich ziehe hier nicht den Stop wahllos, was ich versuche, ist halt hier, wenn wir an die VA kommen, also hier einmal Value Area Low raus und High raus, das wäre schon eher ein bisschen strange. Was ich hier versuche, ist den Trade dann halt auszubauen,
irgendwie zumindest in zwei, drei Kontrakten, und um hier einen anderen Average zu kriegen und dann halt im Zweifelsfalle entweder dann halt, falls es irgendwie nicht aufgeht, gut rauszukommen oder halt die Position auch auszubauen. So, aber erstmal, das hier war nur der alte Point of Control von vorhin. Deswegen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, da würde ich eigentlich gerne hin, aber eigentlich wollte ich da zuerst hin, um da reinzukommen, hier runter. Und so ist natürlich so ein bisschen tricky. Ne? Aber mal kurz warten. Mal kurz warten, weil da geht es jetzt erstmal auch nicht weiter. Und mal gucken, was da gleich passiert. Könnte also schon sein, dass der M15 gleich neues Tagestief macht und dass da oben dann auch nichts mehr kommt. Das wäre natürlich so das Lieblingsszenario. Hier wäre natürlich, na gut, weiß man ja vorher nicht. Ne? Also der alte POC, der wäre halt hier jetzt gerade wirklich der beste Entry gewesen und nicht nur irgendwie ein kleiner Rücklauf, wie ich ihn jetzt gemacht habe, sondern eigentlich tatsächlich die Uridee. Aber fand ich jetzt ein bisschen weniger nachvollziehbar, dass wir jetzt dann im Nachhinein dahin laufen und von dort und dann nochmal runterdrücken. So, aber könnte funktionieren. Die Geschichte hier, wie gesagt, mit bisschen Geduld. Und gleich mal gucken. Also, weil hier nochmal Value Area Low. Nur, das wäre jetzt halt mal die Anlaufstelle. Also, wer es gemacht hat und irgendwie denkt, oh, besser doch nicht, der kann auch jetzt wieder ein Plus raus. Aber ich würde schon versuchen, einmal da unten durchzustechen. Gucken, ob das gelingt. Ja, noch ein Stich darunter und vielleicht reicht es ja dann auch. So, hier ist jetzt Break-Even gezogen, automatisch. So, im schlimmsten Fall gehen wir jetzt hier mit irgendwie 0 oder 2, 3 Punkten raus. Und wenn es gut läuft, stechen wir jetzt da unten durch und machen neues Tagestief. Mal sehen. Also 10 Punkte vorne die Nummer jetzt. Ja, und hier sieht man auch, von dem Add-on, was wir irgendwie die ganze Zeit schon auch irgendwie releasen wollen. Ja, ne, jetzt hier erstmal ein Punkt, okay. Der hat jetzt auch auf Short gedreht. Also hier ist die Anzeige mittlerweile rot. Flux heißt das Ding. Wir wollten heute eigentlich eine offizielle machen, aber wir haben irgendwie, glaube ich, die MT4-Version nicht wirklich online. Also das kriegt man über den Installation Manager. Hier mal kurz die. Und hier sieht man halt auch, ne, der war vorher auf grün bzw. auf long und hat jetzt auch nach short gedreht, also rein von der Trendrichtung her. Wenn man jetzt möchte, wenn man jetzt sagt, hier, ah, das war hier nur ein kurzer Rutscher, kann man hier dann nochmal irgendwie auch nochmal skaliert reingehen. Hier ist jetzt der neue POC, das wäre natürlich durchaus der bessere Entry jetzt dafür. Dann kann sich die Position dann halt auch nochmal zusammenbauen. Das könnte schon funktionieren. So, mal ein, alles ja schon. So. Okay. Also hier nochmal die Hälfte nochmal drin. Und dann jetzt mal sehen, ob er nochmal runterkommt. Und wenn nicht, haben wir jetzt oben Luft jetzt auch wiederum für die Skalierung. Aber es ist halt sehr, sehr, sehr choppy hin und her. Ne? Wie man ja gerade sieht, so ein bisschen unentschlossen die ganze Geschichte. Aber hier mit dem Add-on, mit dem Flux, das heißt, das zeigt mir einfach nur die Trendrichtung an. Relativ simpel. Und aber nicht weniger intelligent, eben basierend auf markttechnischen Gegebenheiten. Und der ist jetzt auf Rot. Hier sind wir, so wie es aussieht, neutral. Und im M15 sind wir auch auf Rot, auf Short. Also so verkehrt sollte das jetzt erstmal nicht sein. Das ist natürlich aber trotzdem auch kein Garant, ist klar, weil Trends werden ja natürlich auch gekippt, beziehungsweise das ist ja das, worum es den ganzen Tag geht. Irgendwelche Trends, die irgendwie gerade da sind, umzudrehen, ne? Ganz klar. So, aber halt, wenn auf der anderen Seite, wenn ein Trend erstmal begonnen hat und dann läuft er meistens auch länger, als man denkt. Und so hat man zumindest dann auch eine Übersicht, wo man denn eigentlich gerade steht im Trend und was da halt gerade passiert und hat dann auch eine brauchbare Indikation dafür, wo die Wahrscheinlichkeit liegt. Ich gehe natürlich jetzt hier wirklich sehr, sehr schnell die ganze Zeit Break-Even. Muss man natürlich nicht machen, aber finde ich jetzt hier auf der anderen Seite auch nicht falsch, ne? Weil es halt einfach schon relativ deutlich da oben hängt. So, jetzt bin ich hier nochmal
Ne, hat jetzt hier nochmal Break-Even nachgezogen, bin jetzt hier nochmal mit beiden, beziehungsweise mit der ursprünglichen Position drin, die auch natürlich jetzt nicht wahnsinnig groß ist, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja eher darum zu zeigen, wie man das Ganze machen kann. Hier werden jetzt halt nochmal 10 Punkte, werden jetzt nochmal safe, aber ich würde schon gern versuchen, den M15, die Auflösung mitzunehmen. Keine Ahnung, ob das jetzt gelingt. Ja, da muss jetzt einfach nur einer draufdrücken. Und dann ist der Drops gelutscht. Und dann rutschen wir auch da unten raus. Und dann stehen wir auch relativ schnell unter der 14.000 und könnten dann halt von hier oben recht gemütlich zugucken. So, aber klar, wenn man das Ding reiten will, also ganz normal jetzt mit normaler Stop-Setzung, dann sollte man den Stop ein bisschen höher ziehen und vielleicht einfach mal einen Kaffee machen gehen und einmal um den Block laufen und dann gucken, was draus geworden ist, wenn man zurückkommt. So, aber erstmal sieht das ja nicht so schlecht aus, was jetzt hier macht. Ich bin auch jetzt hier nur im 1 Minuten unterwegs. Im 1 Minuten Chart hängen jetzt hier wieder an der Value Area Low. Das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das wäre dann jetzt auch der nächste Weg. Und da ist es natürlich jetzt schon wichtig, dass wir einmal jetzt wirklich da unten raus drücken und dass dann nichts mehr da oben kommt, ne? Weil wenn das natürlich hier hin und her geht und dann kann das halt permanent, können wir da auch mal wieder mit irgendwie +1 rausfliegen, kriegen da auch nichts zusammen. Zum Scalpen ist es hier sicherlich sehr einfach. Also wenn man irgendwie nur 5, 6, 7 Punkte haben will, die hätte ich jetzt schon irgendwie zweimal machen können. Und dafür ist der Markt auf jeden Fall super. Das hier sieht mir ein bisschen schwieriger aus. Ja, aber das hätte auf jeden Fall schon funktioniert. So, jetzt haben wir nochmal 2 Punkte. Ne, das meine ich halt. Das ist halt. Naja, man sieht ja einfach, er will nicht unbedingt hier unter das Value Area Low. Ich würde hier aber trotzdem nochmal einen hinsetzen, falls wir dann doch nochmal runterdrücken und einfach dann halt nochmal reingehen, mal gucken, ob einer dann nicht doch irgendwie ein bisschen mehr Gas nach unten geben will. Ja, immer schön klein und dann halt eben nachhalten. Kann man schon machen. Na, hier jetzt erstmal der Stop. Ist jetzt erstmal richtig weit hier an der Stelle. Kann man auch direkt wieder ausbauen, wenn man möchte. Das meine ich halt eben, wo ich sagte, wenn man den reiten will, dann sollte man vielleicht irgendwie den Stop ein bisschen weiterziehen und dann mal gucken. Weil das liegt natürlich dann, wenn der Markt so choppy ist wie hier jetzt, so ein bisschen auf der Hand, dass natürlich immer genau dort, wo ich dann halt rein bin oder wo Break-Even ist, dass ich dort halt immer wieder abgeholt werde. Das liegt halt so ein bisschen in der Natur und der Sache. Aber generell finde ich es halt trotzdem, solange der Markt nicht klar entschieden ist, wäre es mal nicht falsch, das so zu machen. So, der sitzt jetzt ein bisschen sehr knapp hier. Ja, hier noch ein Stop von irgendwie 3, 4, 5 Punkten. So, den ziehe ich jetzt mal kurz weg, weil der M15 jetzt auflöst in 2 Minuten. Und wenn wir hier die Fortsetzung kriegen im M5, und dann machen wir gleich auch ein neues Tagestief und fallen dann unten raus. So, hier ein kleines Gap, da unten ist ja auch nicht so verkehrt. Und ich würde den auch hier gleich manuell, wenn wir jetzt nochmal einen kriegen nach unten, würde ich den auch direkt nachziehen. Ne? So, das heißt, wir stehen jetzt hier unter der Value Area. Und ich hätte gerne bitte einen Rutsch nach unten. So, sobald halt hier das neue Tief da ist, ziehe ich den hier oben drüber über das High von der M1. Und dann soll der bitte eine Etage tiefer rutschen. Und hier gibt es noch mal 20 Punkte. Wenn man das haben will, kann man das genauso gut machen. Also noch irgendwie 30 Sekunden hat er noch. Man muss das nicht aussitzen, so wie ich das hier gerade mache. Ich versuche jetzt halt hier nur möglichst eben in der kurzfristigen Trendrichtung das mitzunehmen, um dann möglichst auch eine Position zu haben, die wir vielleicht dann auch bis um 10, 11 Uhr, die man da auch halten kann. So, grüne Kerze ist erstmal nicht so klasse. Heißt aber nichts. Das heißt aber für mich trotzdem jetzt erstmal den Stop hier drüber. So, und zack, und schon haben wir neues Tagestief. Und jetzt darf man hier auch enger nachgehen. Sollte man dann auch. 30 Punkte liegen wir jetzt vorne hier. Und dann hat man sehen, ob wir jetzt hier vielleicht so ein bisschen einen übermotivierten Kandidaten irgendwo finden, der direkt nach unten durchdrückt. Wenn nicht, dann gehen wir halt hier mit 20 Punkten raus. Und gucken später, wie die Sache auflöst. Auch gut. Ja, weil ich weiß ja jetzt nicht, ob das jetzt wirklich hier am Stück durchgedrückt wird oder nicht. Keine Ahnung. Also Trendrichtung stimmt auf jeden Fall.
Ich glaube, das war ja auch hier jetzt relativ deutlich zu erkennen. Auch im M15 sind wir Short, M5 Short. So, hier ist raus mit irgendwie 35 Punkten, beziehungsweise zweimal auf die beiden Positionen gerechnet. Mal gucken, was der hier mittlerweile sagt, wenn ich den aktualisiere. Steht auf neutral und der auf rot, ja klar. Also was ich jetzt hier machen kann, auch mit dem Flux, ich kann mir hier zwei Zeiteinheiten anzeigen, also immer den vom aktuellen Timeframe. Hier kann ich mir die Größe dann auch einstellen. Also hier das gestrichelte ist der M5. Und da wir hier keinen haben, wird da jetzt gerade keiner angezeigt. Weiß nicht, Timo, ist das richtig? Weiß nicht, ob der Timo da ist. Und dann hat der vom darüberliegenden, hier im M5. Also ich lasse das jetzt hier mal kurz gut sein. Das waren jetzt dann halt irgendwie hier einmal irgendwie ein Punkt, da halt nochmal irgendwie zwei Punkte und jetzt hier mit zwei Positionen 35 Punkte oder halt dann halbiert eben 17 Punkte, also rund 20 Punkte, das ist okay. Ne, weil ich hätte natürlich gerne gehabt, hier komplett mit nach unten durchzurutschen, fände ich natürlich super, aber ich kann es jetzt auch nicht erzwingen. Und so kurz ist die M15 jetzt nicht. Also die ersten 15 Minuten fangen irgendwo an bei 14.093. Also knapp 90 Punkte und das ist natürlich auch das, was hier an Rücklauf jetzt denkbar ist, ja, oder was man halt einkalkulieren sollte. Eigentlich dann halt hier sogar bis übers Hoch, aber ich kann ja jetzt hier nicht auf der Unterseite irgendwie nochmal einen Trade setzen und dann mit 100 Punkten Stop dann beten, dass der noch irgendwie hält bis um 9:30. Ne? Das finde ich halt, kann man machen, sicher, aber glaube ich jetzt hier fürs Webinar, irgendwie wäre das nicht so gut. Genau, was wollte ich zeigen? Also hier im M5 sieht man es ja relativ gut jetzt auch. Ne? Also hier mit, wie das Trendverhalten war. Und hier vorher waren wir erstmal long, sieht man ja hier angezeigt, auch vom Flux angezeigt hier auf long. Und dann sind wir hier einmal runtergestoßen, das war halt die 9 Uhr Eröffnung. Und da hat die ganze Geschichte dann auf Short gedreht, wir hatten einen Rücklauf. Bis hierhin dann eben, kann man wahrscheinlich sogar mit Fibos ausmessen. Das wäre natürlich dann halt wirklich so lehrbuchmäßig, ja, hier 76, ne? Genau da rein und dann eben einfach nur den Trend fortgesetzt, den er hier gerade angefangen hat. Ist natürlich nicht immer so einfach, muss man, ist auch klar, ja. Und aber trotzdem, wenn so ein Trend erstmal läuft, findet man sich damit, glaube ich, dann doch ganz gut zurecht. So, geh mal weg hier. Ja, und glücklicherweise hat mir jetzt auch hier nicht mein Server reingespielt, irgendwie negativ, sondern der Trade ist am Stück gelaufen. Der Timo sagt hier, sieht so aus, hätte ich da eine alte Version drauf. Ja, es kann echt sein, dass ich da vorhin irgendwie was durcheinander gebracht habe, aber das Prinzip ist natürlich das Gleiche. Ne? Also hier, der Timo hat nur gemeint, warum der jetzt hier irgendwie grau angezeigt wird. Hängt wahrscheinlich dann damit zusammen. Ich habe das heute Morgen noch irgendwie kurz hier geupdatet. Aber wir werden das nachher sofort im Anschluss nach dem Webinar machen und dann kann man sich das auch runterladen, ansehen und einsetzen. Na, aber das ist generell, was die Geschichte macht. So, das heißt, es gibt mir einfach so eine gewisse Sicherheit über verschiedene Timeframes. Vor allem, wenn ich dann so aufbaue wie hier und gehe dann einfach von links nach rechts durch und sehe dann halt rot, rot, rot. So, und ich bin in der Mitte von der Stunde. Das heißt, ich muss mir jetzt über den H1 erstmal keine Gedanken machen. Ne, weil er halt eigentlich die Auflösung von der Zeiteinheit erfolgt ja immer erst ganz zum Schluss. Das heißt, der H1, gerade der DAO ist dafür wirklich prädestiniert, der macht da schon mal irgendwie in den letzten 10 Minuten eine komplette Wende und dreht dann das ganze Bild um, dann löst nachher alles doch ganz anders auf. Das meinte ich damit, das heißt, ich bin jetzt hier bei 9.20 Uhr, das heißt 40 Minuten davon zeitlich entfernt, wann der H1 auflöst, das heißt, ich konzentriere mich auf die Timeframes darunter, also hier ne, angefangen vom M1, M5, M15, das sind jetzt hier meine Kandidaten. Das hier ist erstmal nicht relevant, zumal der H1 sowieso seitwärts ist und der Daily sagt uns jetzt noch nichts. Das ist halt so einfach die Herangehensweise von den Timeframes. Und da habe ich jetzt natürlich dann eben einen Überblick, das heißt, ich habe hier in meinen kleinen Timeframes steht alles auf Rot. Also suche ich hier nicht nach Long, sondern hole mir dann die Rückläufe und versuche dann eher dort dann halt nochmal reinzugehen.
So, wenn man das jetzt im 5 mal machen würde, als Beispiel nochmal, ne, man sieht hier, der Exit war jetzt gar nicht so falsch. Dann geht man vielleicht einfach mal ganz profan irgendwo da in diesen Bereich von dieser langen Kerze da halt nochmal rein. Hier haben wir einen Peak da auf der Unterseite, also irgendwo in dem Bereich bei 14.050 ungefähr, ne, also so in dem Feld hier, würde ich mal tippen, geht die ganze Geschichte wieder runter. Ja, weil da stecken wir halt hier so in dieser Abwärtsbewegung drin, haben hier so ein bisschen Rücklauf, stecken immer noch im Trend, haben den Peak hier. Das ist natürlich so ein bisschen raten erstmal, aber man muss dann im Endeffekt gucken, ob dann da irgendwo was reagiert und dann kann man versuchen, sich darauf irgendwie einzustellen und da auch mitzugehen. So, ob ich den jetzt noch mache, weiß ich nicht. Erstmal gucken, was jetzt hier um 9:30 Uhr passiert. Das dauert ja auch noch ein bisschen, ist ja noch ein bisschen hin, noch irgendwie 9 Minuten, aber auch jetzt nicht so weit entfernt. Vielleicht kriegen wir dann um 9:30 Uhr nochmal einen Impuls, weil das eigentlich relativ häufig der Fall ist, dass wir dort halt nochmal ein bisschen stärkere Bewegung kriegen. Aber das hier wäre so das Fels, würde ich jetzt mal im Auge behalten. Also wenn das einer machen möchte, kann er sich das ja mal angucken und dann basierend darauf vielleicht eine Entscheidungshilfe haben. Aber ist trotzdem natürlich wie immer keine Empfehlung. Ne? So, ich gehe mal noch mal kurz rüber auf das andere Bild, weil hier glaube ich jetzt, oder ich würde ihn vielleicht mal kurz mal überlegen. Also 27, die 50, die ich da eingezeichnet habe, bis 14,66, also hier die rote Zone, ne, sind wir hier. 14,50 ist genau auch das VAL. Das ist ja natürlich ein bisschen aussagekräftiger dann schon mal. Das heißt, da hätte ich schon mal ein zweites Argument. Und dann auch dafür, dann haben wir hier, wie ich das sehe, auch ein Pivot, der von unten verhökert wurde. Ja, das käme halt auch nochmal dazu. Sollte man dann vielleicht, aber glaube ich, dann schon eher irgendwie mit einer überschaubareren Positionsgröße machen. Und nicht irgendwie mit einem zu großen Stop, fände ich, glaube ich, besser. So, aber trotz, das Problem ist natürlich, bei solchen Überlegungen, das total, macht alles total Sinn, ja. Aber was ist, wenn der Markt gar nicht dahin kommt, sondern jetzt da unten durchfällt? Das ist natürlich dann immer so, ja, Realität versus Wunschkonzert. Aber gucken wir mal. Also ich lasse den hier jetzt mal liegen, ein bisschen höher, hier einfach mal an den Pivot. Hier sehen wir halt auch im Volumen, also hier in der Glocke, sieht man aber auch, dass da halt auch nochmal ein Peak ist. Ne? Das heißt, hier war schon so ein bisschen mehr los an der Stelle, also am Pivot, und hier oben drüber werden die Dinge auch lang. Ne? Das heißt, da ist dann halt schon so ein bisschen mehr auf den Punkt dann auch passiert. Von daher finde ich, ist es hier nicht so falsch. Also es käme dann halt auch noch dazu. Und hier oben hätten wir schon wieder den Point of Control, weil es ist ja nicht so weit dann eben auch gelaufen. Aber wenn, wäre das halt nochmal eine Möglichkeit, dann hier nochmal in Richtung vom POC, wäre halt alles auch noch im Trend, kann man vielleicht erstmal liegen lassen mit einem größeren Stop. Und dann mal gucken, wenn es gleich klingelt, kann ich ja nochmal irgendwie rüberschalten und dann mal sehen, ob die Geschichte aufgeht. Wichtig ist nur trotzdem, die einzelnen Timeframes irgendwie auch im Auge zu behalten, weil klar, wenn wir jetzt natürlich einen Spike da drüber kriegen, über dieses Hoch, dann ist der Drops natürlich dann auch gelutscht. Ne? Und vielleicht ist es sogar klüger, das hier irgendwie nur kurz zu scalpen und statt jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, irgendwie darauf zu wetten, dass das Ding da unbedingt da unten durchfallen muss. Ne? Weil müssen tut hier gar nichts. Ich gehe mal hier auf den M2, weil der Markt jetzt ein bisschen langsamer geworden ist. Wo ist denn eigentlich Kassaschluss? Wieso habe ich denn hier? War der ganz woanders oder warum habe ich den nicht angezeigt? Den Kassaschluss. Mal gucken. Wo, sag mal. Irgendwie heute hier. Ja, ich glaube, das erste, was ich nachher mache, ist dann wohl mal ein Neustart. So, da war er schon.
Da ist er schon. So, bremst jetzt hier wirklich oder ist das mein Server, der hier bremst? Oh. Ja, es ist mein Server, der bremst. Okay. Ne, also was man machen kann, ich habe ja gerade gesagt, Scalping ist vielleicht gar nicht so schlecht. 4 Punkte, 5 Punkte gäbe es jetzt hier wieder. Kann man machen, kann man auch direkt mitnehmen. Muss man irgendwie gar nicht großartig unbedingt aushalten. Ne? Weil nur weil ich das gerne hätte, dass der da unten durchfällt, heißt das ja nicht, dass es dann auch macht. Ne, aber man sieht halt, der Punkt ist auf jeden Fall richtig. Was auch immer da jetzt halt passiert. Aber auf jeden Fall treffen hier so ein paar unterschiedliche Meinungen gerade irgendwie aufeinander. So, mal gucken. Wie gesagt, so hier, zumindest in dem Segment, glaube ich jetzt nicht, dass der da einfach so nach oben durchballert und dann irgendwie inklusive neues Tageshoch. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, weil dafür ist das hier alles so ein bisschen von den Argumenten ein bisschen zu deutlich. Aber ich würde es jetzt auch hier nicht, will es auch nicht großartig riskieren. Ja, also bitte nicht stören an den Positionsgrößen. Ich weiß, die sind sehr klein, habe ich ja vorher irgendwie auch nichts anderes eingestellt, aber darum geht es ja irgendwie auch nicht wirklich gerade. Sondern wie gesagt, eher darum, das halt hier möglichst richtig zu machen und nicht irgendwie nur blind rumzustochern. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir gleich einmal kurz Stich kriegen darauf. So, der hängt hier so ein bisschen komisch, ruhig in der Luft. Das ist irgendwie schon so ein bisschen merkwürdig. So ist ja oft so, die Ruhe kommt dann vor dem Sturm. Vielleicht einfach mal hier lieber mal absichern das Ding. Ich traue dem Braten hier nämlich gerade irgendwie nicht so wirklich. Beziehungsweise rausgehen. Ne? Also 5, 6 Punkte gab es jetzt hier auch nochmal im Scalping. Aber wie gesagt, die Ruhe hier gefällt mir irgendwie überhaupt nicht im Moment. Haben wir schon irgendwie auch oft gesehen, dass wenn es irgendwie so still hängt und dann gibt es plötzlich irgendwie einen Knall in Richtung, die man eigentlich gar nicht haben will. Ja, hier schreibt auch irgendwie gerade der Lutz mit dem DI30. Es könnte schon sein, dass es damit noch zusammenhängt. Das muss ich mal umstellen. Also, weil die Kurse laufen da ja eigentlich schon noch, aber wäre natürlich schon denkbar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der im 15 hier auflöst. Also kann natürlich jetzt sein, dass es natürlich jetzt hier wieder Klassiker war, ne? Auf den Punkt ausgestoppt und dann doch runter. Aber wie gesagt, ist ja okay. Also hier sind ja schon ein paar Punkte zusammengekommen. Und ich traue der Ruhe hier irgendwie nicht so ganz. Und deswegen habe ich da jetzt irgendwie auch mal kurz den letzten jetzt hier mal sein gelassen und reizt den jetzt nicht aus. Ich glaube, der Anfang war ja auch schon gut genug und ich weiß jetzt ja auch nicht, ob wir jetzt wirklich am Stück darunter auflösen oder ob wir nicht doch einfach noch auf Anfang zurücklaufen und uns die ganze Geschichte dann nochmal angucken. Gute Frage. I don't know. So, dann gehe ich jetzt aber mal nochmal zurück hier. Damit wir hier mal nochmal einen Überblick haben. Also hier das Gap. Ne? Das war eigentlich recht deutlich, sieht man jetzt auch hier wieder. Deswegen finde ich es halt auch immer wichtig, sich eine andere Perspektive auch ab und zu mal zu holen. Komplett anderes Bild. Und wenn man sich jetzt das hier anguckt, denkt man so, oh, pff, ja klar, ist so total einfach. Ne? Was brauche ich denn da irgendwie 1000 Linien? Sehe doch hier, H1 klebt am Gap, beziehungsweise ist vorhin hier um 8 Uhr, ne, drunter geschlossen, 9 Uhr nochmal irgendwie kurz rein und geht jetzt doch runter. Aber die Reihenfolge war ja eine ganz andere, weil 9 Uhr ist ja hier gestartet und ist dann einmal komplett darunter geballert und hat dann hier, ist dann in über die Eröffnung von 8 Uhr gestoßen, sah dann erstmal aus so, könnte auch long gehen und jetzt kommen wir doch wieder runter. Nur im H1, klar, gemütlicher. Deswegen ist vorhin die Empfehlung mit vielleicht mal am Block gehen, Kaffee trinken und Stop setzen. Klar, wenn man im H1 wirklich handelt, muss man das eigentlich so machen, weil dann wäre der Stop hier gewesen, da oben drüber oder schlimmstenfalls hier oben und guckt dann halt eben ein paar Stunden später nochmal drauf und nicht jede Minute. Ganz klar.
So, also so sieht die ganze Geschichte hier aus. Thema ist das Gap. Thema ist vielleicht auch nochmal die 171 da oben oder wir klatschen jetzt runter auf die 960. Aber die 14.000, wie gesagt, vielleicht psychologisch okay, aber ich halte die für komplett uninteressant. Die hat für meine Begriffe hat die nicht wirklich was zu melden hier. Ja, liest sich natürlich gut, irgendwie tolle neue Zahl. Gibt es dann heute Abend auch dann bei N24 oder wo auch immer. Und dass die da wohl umkämpft wurde, aber wie gesagt, ich glaube nicht so wirklich dran, dass da halt jetzt irgendwie der Markt großartig drauf anspringt. So, man sieht, ich versuche hier schon die Zeit mit Monolog zu überbrücken, wenn hier die Sanduhr kommt. Okay. Ja, ist irgendwie, naja. Ist dann eben so. Nee, das hängt hier, also nur zum Verständnis. Also ich habe halt diese Geschichten hier sind auf dem Entwicklungsserver und die Trade-Sachen halt woanders und beides hängt aber kommuniziert miteinander und noch ein Server liegt dazwischen, der eben die ganzen Daten rüberspielt und das muss irgendwie alles mal nach dem überhöhten Ostereierverzehr wahrscheinlich zurückgesetzt werden. So, also 9:30 Uhr ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Ne? Also auch hier im kleineren Timeframe, wenn ich da nochmal zurückgehe, sieht man es ja auch. Nur irgendwie hier so nix eigentlich. Ne? Ist gerade so ein bisschen tot. Von daher jetzt erstmal nicht der Rede wert. So, DAO, hoppla, ist noch gar nicht angeguckt. Kann man ja auch irgendwie mal ganz kurz, also hier im Daily DAO. Um das Ganze hier mal ein bisschen abzuschließen. Auch hier sieht man einfach nur, also ich habe halt hier so diverse Linien, die sich einfach ergeben haben im Laufe der Zeit und irgendwie finde die total super. Aber so wirklich anfangen kann man da jetzt irgendwann natürlich auch nicht mehr was damit. Das ist halt auch klar, ne? Aber man sieht halt einfach so irgendwie oben nicht raus, unten nicht raus und es klemmt halt einfach an allen Ecken. Und das ganze Gebilde hier ist tatsächlich schon irgendwie in der vierten Woche oder so. Und wo da halt einfach nichts mehr vorwärts geht. Ne? Und da hatte ich aber generell, und da bleibe ich auch dabei, habe ich im letzten Webinar ja auch schon gesagt, dass das bisschen Korrektur hier, was wir hier halt haben, ne, nach dem Bruch von dem Widerstand hier an der Stelle, ne, einmal long und dann halt irgendwie drauf aufgesetzt, ist gerade mal irgendwie eine 38er Korrektur. Ob das reicht, um da oben rauszukommen, habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran. Und noch dazu kommt eben, dass wir halt übergeordnet eigentlich sogar short sind. Ne? Also wenn man sich hier halt mal die Highs und Lows anguckt, ich könnte jetzt hier auch das Flux draufpacken. Ich trau mich nur gerade nicht so wirklich hier auf dem Server noch irgendwas zu machen, nicht, dass nachher alles stehen bleibt. Aber man sieht hier halt relativ deutlich, ne? Also hier, da, dieses High und dann dieses. Das ist ja einfach eigentlich genau genommen nur ein Abwärtstrend. Ne? Mehr ist das nicht. Und das kommt eben noch dazu. Ja? Das heißt, wir müssen hier gar nicht da oben hinlaufen, auch gar nicht da oben raus, ja? Sondern wir sind erstmal im Abwärtstrend. Da gibt es relativ wenig irgendwie dagegen zu sagen. Auch wenn wir jetzt hier dieses letzte Hoch gebrochen haben, ja gut, dann sind wir hier maximal seitwärts. Ja? Wenn man das aber vereinfacht, dann haben wir schon relativ deutlich nach unten. Und von daher, allein schon deswegen, ob der Trend jetzt Bestand hat oder eben nicht, trotzdem, hier einmal rein, da in diesen Widerstand, was hier in grün eingezeichnet ist, da mal richtig reinstechen. Das würde überhaupt nicht wehtun. Gerne auch eine Etage tiefer, hier auf 33.400, darunter, ne? Also, dass man quasi mal halt so eine Bewegung da als Beispiel sieht. Ja. Und dann kann man halt sehen, ob die Geschichte dann halt nach oben auflöst. Ja. Und von hier, hoppla, dann eben auch den Weg macht, da oben durch oder ob wir nicht doch, was ist denn da heute los? Ob wir nicht dann doch irgendwie den Trend da unten fortsetzen. Aber das halte ich schon für relativ wahrscheinlich, dass wir den Bereich dann demnächst auch mal sehen. So, und im DAX, ich versuche nochmal umzuschalten, hoffentlich gelingt das. Im Daily eigentlich das gleiche in Grün. Da hatte ich ja halt auch irgendwie die 14.800, die habe ich irgendwie viele, viele Tage thematisiert, bevor sie überhaupt dann da war. Dann kam sie halt hier oben, die 14.800, rum.
Das sind einfach hier auch nur die Supports, waren die alten Supports an der Stelle. Ja, hier Support, Support und dann halt hier die Geschichte verkauft, plopp, darunter. Und das war einfach nur der Rücklauf hier zum Ausbruchspunkt. Und deswegen war die natürlich schon relativ deutlich und markant dann auch im Bild. Und hier haben wir eigentlich genau das Gleiche. Das Ding ist short, ja. Und die Frage ist halt, kriegen wir den Trend fortgesetzt? Aber im Zweifelsfalle sind wir hier erstmal nur oben in der Korrektur. Und mehr ist da halt eigentlich nicht. Und deswegen ist da auch meine Tendenz nach wie vor erstmal runter. Was nicht heißt, dass es dann halt irgendwie, also hier ist ja eh schon eingezeichnet. Was nicht heißt, dass der dann auch komplett short auflösen muss, aber erstmal runter ist mehr legitim als da oben rauslaufen. Und deswegen ist da auch meine bevorzugte Richtung erstmal dahin. Und dann kann man gucken, was die ganze Geschichte werden soll. Aber nicht long da oben raus, nur weil irgendwie man das gut findet, warum auch immer. Gut, so, also er drückt hier nochmal weiter. Den Trade habe ich jetzt nicht mehr. Der letzte, den ich gesetzt habe, eben hätte man da einfach, hätte ich den aufgelassen wie gedacht, ne, mit einem größeren Stop. Der wäre tatsächlich dann auch jetzt im Plus. Aber war jetzt aber auch wichtig, hier mal auf das große Bild einzugehen und da ein bisschen was dazu zu sagen. Ne? Also hier, den meinte ich ja hier mit dem einen Punkt. Da ist ja quasi gar nichts mehr gekommen. Der hätte es jetzt dann auch gemacht bis hier unten hin. Ach ja, so, das ist, glaube ich, auch dann das Schlusssignal für das Webinar und das Neustartsignal hier für den Server, wenn der Bildschirm schon so aussieht, wird es haarig. Ne? Also das hier meinte ich, das war ja tatsächlich dann halt leider perfekt. Hier oben der Entry. Und ich bin ja hier eben rein, habe gesagt, ja, Stopp, dann halt mal lieber da oben drüber und kann man skalieren. Aber da hätten ja tatsächlich 10 Punkte gereicht und ich hätte sonst nichts tun müssen. Aber nochmal, ich habe von der Ruhe hier nicht getraut und deswegen habe ich den aufgelöst, ne, weil das auch gerne mal irgendwie anders ausgehen kann. Und ich bin immer natürlich ein Freund davon, wenn wir die Geschichte hier im Webinar nicht nur abgeschlossen kriegen, sondern wenn man dann halt eben auch sogar noch was hat für eine größere Richtung. Aber das habe ich vorhin irgendwie, dem Braten habe ich nicht getraut. So, jetzt stehen wir auch hier, ne, bei der 14.000. Und wahrscheinlich werden wir jetzt sehen, dass wir jetzt direkt 40 Punkte darunter rutschen und dass da erstmal gar nichts reagiert. Fände ich halt nur legitim, eben weil der eigentliche Support nicht an der 14.000 ist, sondern, was heißt Support? Über Support kann man eigentlich nicht mal reden, sondern der nächste Punkt, auf den es ankommt, dann eher 40 Punkte tiefer liegt. Allein schon deswegen wäre das jetzt hier, also nicht die Stelle, wo ich persönlich irgendwie einen Trade suchen würde, aus ganz vielen Gründen nicht. A, es ist wie eben gezeigt, es ist nicht die Stelle, die relevant ist, die liegt hier unten, da liegen die Lows. Und das zweite ist, runde tausende Marken, es ist mir alles viel zu psycho. Ja, also da kommen dann auch irgendwie vermutlich mal irgendwelche Positionen dann halt eben auch von den Retailern, die dann halt irgendwie zu groß sind und gehedged werden müssen und deswegen passiert dann da halt irgendwie irgendwas, ja. Und von daher, das ist absolut nicht meine Stelle. Dann eigentlich eher, gut, wenn es einen Stich nach unten gibt, dann würde ich da halt eher noch short drauf springen, als jetzt hier irgendwie versuchen, den Support, den vermeintlichen Support zu handeln und da halt so viel nachzudenken, was irgendwie andere machen könnten. Dann lieber irgendwie gucken, wenn es gleich so Klatsch macht und dann halt lieber M1 irgendwie da drauf springen nach unten, als jetzt irgendwie versuchen, jetzt hier die 14.000, nur weil es eine 14.000 ist, long zu handeln. Gut, so, das war es dann auch eigentlich von meiner Seite. Ich mache jetzt hier fast eine Stunde. Ich bin immer ein ganz großer Freund von 45 Minuten Webinaren. Aber ist ja alles soweit, glaube ich, war es ja halt auch nachvollziehbar, was ich gesagt habe. Und auch hier, was die Trenderkennung angeht, die Interpretation. Und ich glaube, es hat ja ganz gut gepasst. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit meiner Wenigkeit. Und sehe, da sind ja auch ganz, ganz viele bis zum Schluss da geblieben. Das ist natürlich dann auch mal ein Zeichen dafür, dass es ja dann gar nicht so schlecht war. Und was habe ich denn? Achso, ja, okay. Ich gucke hier gerade mal die Kommentare durch, aber da ist eigentlich nichts mehr großartig. Gut, ihr Lieben. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen Tag. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, was auch immer, ob es jetzt eine Tasse Kaffee war.
oder vielleicht einen Input oder halt auch ein paar Punkte im DAX. Und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wünsche euch noch, wie gesagt, einen schönen sonnigen Tag. Passt auf euch auf. Aber das letzte Wort, das überlasse ich sehr, sehr gerne dem Florian. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke dir, Dirk. Danke fürs Webinar. Danke an die Teilnehmer, dass sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Lief heute ganz gut und von daher habe ich nicht wirklich viel hinzuzufügen. Machen Sie sich einen schönen Tag, genießen Sie das Wetter. Ich glaube, es sind fast 20 Grad angesagt hier bei uns auf jeden Fall. Von daher bleiben Sie gesund und passen Sie auf die Positionen auf. Bis dahin. Ciao, ciao.